Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Star Wars. So, wir verlassen jetzt Sevo. Erstmal hier fertig und die Story geht weiter. Sevo hat wirklich alles erkundet, auch in den abgestürzten Venator, alles geholt. Sehr schön. Das war ergiebig. Und jetzt geht es mit der Geschichte weiter. Bist wir müssen du bereit? Das Astrium holen. Ich bin sowas von bereit. So, Sevo haben wir unten komplett erkundet. Alle Thronen, alle Geheimnisse. Hier haben wir Ilum auch. Alle Thronen, alle Geheimnisse. Kashyyyk, auch alles. Fehlt jetzt nur noch eigentlich Burgano. Da muss ich ja sowieso hin, wenn ich das Astrium habe. Ein Geheimnis. 6 Kisten noch in Burgano. Gut, da gibt es noch eine Fläche, wo ich noch tauchen kann und so, ne? Unter der Werkstatt war so viel Wasser. Ich denke, da werden vielleicht noch 2, 3 Kisten sein oder so. Und das Gewölbe muss ich dann noch richtig öffnen. Also, geht jetzt hier hin. Datumir, 3 Kisten, ein Geheimnis. Kriege ich auch noch. Kriege ich ja auch noch, kein Ding. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin. Vielleicht kriege ich ja sogar auch noch einen Daumen nach oben heute. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Jawohl. Was ist mit euch und Trilla? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Okay. Dem alten Jedi auf Datumir, den müssen wir uns stellen. Ja, Frage ist halt, ob wir anständig kämpfen können oder ob sich die Schwester der Nacht wieder einmischt. Und ob auch immer noch die ganzen Zombies in der ganzen Welt rumlaufen. Wir verlassen auch noch gleich den Hyperraum. Setz dich. Nee, ich setz mich. Und ich wollte auch noch mal gegen den Alpha-Nydak kämpfen. Beim letzten Mal ist ja was dazwischen gekommen. Sanfte Landung, wie immer. Alles wird gut. Alles wird gut. Das sagst Gibt's du jetzt Wetten so. Darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Spinnen und so hatten wir doch alles schon. Noch mehr Wetten? Nee, alles davon. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion Brot und rückt an. Auch nicht, die schon wieder. Sind zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Toll. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brut? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Spring dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bei was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Ja, doch. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Gern geschehen. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich bin bereit. Ich glaube, ich schaff das. Kerl. Du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Das war's? Das war's. Hat sie noch was zu sagen? Nein? Was hier? Bin ich aber enttäuscht von dir. Das Viech läuft ja auch wieder durch die Lüftungsschächte. Er ist diesmal auf der anderen Seite, da drüben. Hinter der Lampe oben im Lüftungsschacht drin. Der Bockling. Sind die Pflanzen jetzt mal fertig gewachsen hier? Auch nicht. Ich glaube, größer werden die nicht, oder? Ich glaube auch nicht, dass da noch eine fehlt. So, dann gehen wir mal raus hier. Ich kann ja jetzt diese Wand da hochklettern und das gibt mir mal wieder eine Abkürzung. Und ich habe das Lichtschwert nochmal angepasst. Für heute gibt es Gelb. Warum, wenn man jetzt so viele Farben zur Verfügung hat, warum immer das Gleiche anlassen? Vorher hatte ich ja nur Blau und Grün. Und Grün finde ich halt nicht besonders schön, deswegen war es die ganze Zeit Blau. Aber jetzt kann ich halt mal wechseln. Ich mag Gelb auch ganz gut oder ganz gerne. Und da hinten sehe ich doch auch schon, die ganzen toten Schwestern laufen alle noch rum. Das heißt, es ist jetzt hier voller als normal. Okay, was haben wir denn hier? Landeplatz erkundet. Würgerklippen. Die habe ich komplett fertig. Da war nur ein Geheimnis. Ich muss jetzt wieder in das Gewölbe rein? Ja. Die Tür ist jetzt aber auch grün. Das heißt, ich komme da jetzt durch und kann da rein. Okay. Bevor ich da reingehe, gehe ich aber hier lang.
da, wo der Alpha-Nydag war. Weil da kann ich noch Sachen erkunden. Und danach gehe ich dann in den Tempel. So, kann man hier schön abkürzen. Voll praktisch, ey. Okay, Schwestern, komm. Das kommt ja. Komm, 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 komm. Ups. Das war nicht wirklich getroffen, ne? So viel auf einmal. Okay, das sind zwei weniger. Alle weg. Wenn es schon mal so viele sind, könnten die ruhig mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben. Da ist ja noch einer. So. Damit die nicht so einsam und alleine. Ich meine, die Schwester sind ja auf ihre anderen Schwester angewiesen. Die war da gerade so alleine. Wow, was ist denn das? Alter, wie viele Spinnen? So viele Stück hier? Ganze Tempel voll. Davon sogar fünf. Gift, Gift, Gift. Naja, ich hab keine Materie. Und weg. So. Haben sich wahrscheinlich in den Tempel reingezogen, weil die stehen ja sonst auf der Brücke und sowas rum. Und weil da jetzt die Schwestern sind, waren die alle hier. Also fünf Stück. Einmal mal voll. So. Immer noch die obere Würgeklippen, habe ich auch erkundet. Und da drüben stehen schon wieder Schwestern. Ah. Au. Was ist da gerade explodiert? War das die Schwester? Ich muss mich mal kurz... Also ich will eh speichern, damit ich nicht den ganzen Weg von Anfang her laufen muss. Dann sind die Schwestern halt gleich wieder da, aber... Egal. So. Fähigkeitspunkt auch ein fast wieder fertig. Aber ich brauche jetzt mal zwei. Zweier Schritte. Okay, nochmal her. Ohne Treffen wäre besser gewesen. So, das waren aber nur zwei. Die laufen noch nicht hier zu zweit rum, oder? Nee. Noch einer. Noch einer. Okay. Meistens sind es immer so vier. Von denen. So, da vorne aufpassen, dass nicht wieder runterfallen. Aber die Brüder sind nicht mehr da, oder? Die hier immer rumgeballert haben. Nee, aber da vorne ist ein Kopfgeldjäger. Na toll. Ich wollte doch gegen den Alpha-Nüder kämpfen. Davor brauche ich mein Leben. Weil der so aggressiv und wild wieder so um sich schlägt. Wie viele sind das? Zwei? Also, ja, da links ist noch einer. Oder? Sieht er den noch einer? Kann ich nicht abkürzen? Ich will da drüben hin. Mann, ey. Auf deinen Kopf. Ach du Kacke. Das ist einer Jetpack. Ich brauche eine Pause. Oh, er blutet. Ja, natürlich blutig. Haltet ihn von mir fern. Ja! Hey, Kumpel! Stimmt! Wie viel Schaden macht der? Mit seinem Flammenwerfer. Oh, so mache ich das. Das wollte ich ja nicht. Mann! Hier oben! Ach, komm! Mäht ihn nieder! Das ist der mit dem Spike. Wow! Hey, Kumpel! Nimm das! Hey, wie kann er sich denn... Okay, der ist weg. Der andere ist da hinten gerade so ein bisschen festgebackt oder so. Ich kann ihn nicht wirklich ranziehen, ey. Du wirst nicht entkommen. Au. Kann man dann an den rankommen, ey? Will doch mal, der hat doch nicht. Oh, Flammenwerfer. Nein.
brauche eine Heilung. Hilf mir bitte. Ich brauche eine Heilung. Hierher, Kumpel. Ja, genau. Ist er down? Ist er runtergefallen? Ja. Bing. Hat aber Bing gemacht. Jetzt habe ich nur noch 4 Heilung, ey. Warte mal, ich geh hier nochmal speichern. Hier drin war ein Dingspunkt. Da vorne. Die werden ja sicherlich nicht nochmal da sein, die Koffeljäger. Ja. Mal gucken, was das ist, wenn ich rauslaufe. Was da vor mir wartet. Fähigkeitspunkt auch. Auch cool. Dass die jetzt immer zu zweit kommen, in so einer bösen Kombination. Selbst wenn du den großen Bot bekämpfst, fliegt der andere über dir weg und macht dann noch Flammenwerferangriffe. Oder ballert auf Entfernung auf dich. Ah, hier ist jetzt niemand hier draußen. Das ist doch praktisch. Nochmal schön frisch Heilung geholt. Jetzt kann ich den Bereich erkunden. Das ist nämlich hier. Albtraumruinen. 3 Kisten fehlen. Ja, das sind die 3 Kisten, die wir auch komplett für den Planeten fehlen. Ich habe 13 von 16 und da unten steht 1 von 4. Und ein Geheimnis. Alles. Das ist alles das. Alles, was ich brauche, soll hier sein. Aber erstmal das Viech hier platt machen, ey. Okay. Oh, dieser Schlag macht so viel Schaden. Ich liebe den. Keine Macht mehr. Jawohl. War ja gar nicht so schwer. Legendäre Bestien. Ach, das waren jetzt alle legendären Bestien. Ich kann den noch gar nicht scannen. So. Aber jetzt müsste ich ja auf Datumir auch alle Gegner haben. Guck mal hier, Axionbrotreif und Datumir. Da, Nidak Alpha. Es fehlt trotzdem noch einer. Das ist hier Gugara. Nidak Alpha habe ich den auch. Okay. 7 von 8 also. Es fehlt nur noch ein Gegner beim Imperium, glaube ich auch. So, wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? Das ist dieser neue Schlag hier bei Doppel... Also gerade der hier bei Doppellichtschwert. Der und wo er den auseinandernimmt und dann mit 2 von oben nach unten schlägt. Das ist der Schlag, der bei mir am meisten Damage macht. Hast man eben bei dem gesehen. 2-mal den machen und der ist so gut wie tot. Das ist der mächtige Schlag. Kostet sehr viel Macht. Aber so gut. Whoa. Muss das sein? Da drüben war auf jeden Fall eine Kiste, habe ich ihn gerade gesehen. Oben drauf hoffe ich nicht. Keine Ahnung, da oben was stand. Vielleicht komme ich nochmal auf eine erhöhte Position, wo ich das dann sehen kann. Willst du mal reinsehen? Ja, seh mal rein. Ha, da war wirklich was drin. BD Myrmidon-Skin. Cool. Aus Troja, der Myrmidone. Sieht ja richtig scheiße aus. Guck mal an, so rostig. Rostig und dreckig. Aber das sind alle. Mehr hat BD nicht. Das sind alle seine Skins. Oder seine Farben. Sehr cool. Ich lasse ihn im Moment noch auf Gold. Passt auch zu meinem gelben Schwert. Hier wäre noch mehr Gold. Das ist, ne, aber so Schwarzgold ist halt echt cool. Gefällt mir. Okay, BD. Du bist fertig. Wo komme ich denn jetzt hin? Ach, eine Blätterwand, die habe ich nicht gesehen. Spinne. Guck mal, ich kann machen. Das sind schon wieder Brüder, ey. Mensch, Brüder, lass das doch mal. Ja, danke. Hierher, Kumpel. Ja, danke, ey. Habt ihr gesehen, wieder in der Animation, wo ich ein Stimpack nehmen wollte, schießt er mir noch in den Rücken und bricht das somit dann wieder ab, ey. Blöder Bruder. So, naja. Jedenfalls muss ich ja nicht nochmal gegen die Nidak kämpfen. Legendäre, besondere Bestien sind ja immer nur einmal da. War ja bei den anderen genauso. Also, auf ein neues. Bin ich auch vorbereitet, dass da gleich Spinnen kommen und Brüder der Nacht mächtig am Rumballern sind.
Wieso ist der wieder da? Wer das verpasst? Man konnte doch gegen Bogdo und so auch immer nur einmal kämpfen. Hä? So, mein Lieben, nochmal. Alpha Nidag Besieg. Irgendwas ist da mit dem Savepunkt vielleicht nicht ganz korrekt gewesen. Egal. Nochmal umhauen, warum nicht? Ne, da kann man gar nicht drauf. Ich wusste, dass du da reinspringst. Irgendwie hat er das gar nicht gesaved. Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel. Ne, Millionen-Skin. Oh, guck mal, ja, kenne ich schon, danke. Alter, eine verwirrte Folge mit Kerl. Macht alles doppelt. Nur weil er mal den Abgrund runtergefallen ist. Keine Macht. Kumpel, Hilfe! Bleib standhaft! Toll, ey. Ich hätte wollte dich fallen in den Abgrund. Das ist ein schwerer Schuss. Das auch. Toll, jetzt haben wir. Habt ihr jetzt die Spinne abgeknallt? Erledigt diesen Eindringling! Nicht nachlassen! Nee, nicht nachlassen, komm schon. Nicht den schweren Schuss. Hat wehgetan. Huiuiui. Muss das sein? Denkst du mal, okay, gehe ich jetzt ran an die Nahkämpfer? Kommt sowas. Hilfe! Ich bin an ihm dran. Hast du Angst, Jedi? Bist du jetzt näher gekommen? Das ist praktisch. Dann kann ich nämlich dich wenigstens abstechen, ey. So. Blöde Säcke. Also ich meine die hier, die hier rumhängen, ne? Die Säcke, wo die Schwestern dann immer rauskommen. Die meine ich selbstverständlich. Kann man da hinten rüberspringen? Hier sehe ich nämlich nichts. Na? Guck mal. Mach dein Ding, Kumpel. Die hab ich noch nicht. Mach dein Ding. Sehr gut, Kumpel. Hey, aufmachen, bitte. Was ist das? Komm, Kumpel. Sehen wir es uns an. Neues Poncho-Material. Haus. Haus. Oh, das ist der letzte. Was ist das denn? Das ist das Haus. Okay. Letzter Poncho auch. Hm. Mal kurz anziehen, wie das so aussieht. Sowas hat man dann auf jeden Fall vorher noch nicht gehabt. Hier ist mal was Neues. Nicht so langweilige Striche so drauf, sondern sowas. Das Haus. Haus. Ich hab ein Haus an. So, noch eine Kiste, die ich hier gesehen habe. Eine einzige Kiste und ein Geheimnis. Und wieso ist dann trotzdem nur... Achso, das ist die Albtraumruine auf 55%. Ja. Der Name ist ja gar nicht so einladend. Eine Kiste habe ich ja noch gesehen, als ich rübergerutscht bin. Da stand die ja. Frage ist halt, wo das Geheimnis ist. Da komme ich bei den Ranken noch niemals vorbei. Da bin ich gerutscht und hier war die Kiste. Genau, lol. Spring machen Sie rein, es einem aber einfach hier. Ich habe nie an dir gezweifelt. Neues Outfit-Material. Gesetzloser. Oh, Outfit. Endlich mal. Gesetzloser. So, das habe ich jetzt. Das war das Gelbe. Man sieht es halt nicht so richtig, weil der Poncho halt an ist. Kurz mal das machen, damit man das Outfit auch angucken kann. Aber irgendwie sieht das aus wie das erste hier. Guck mal. Halt ein bisschen dunkler. An der Lederhaube, da fehlt dann das Weiße. Jo. Nehmen wir mal. Ah, doch, das ist geht, oder? Gar nicht so schlecht. Aber ich werde natürlich auch den Poncho wieder anziehen. So, gesetzt nur damit. Sieht gar nicht schlecht aus. Die Hose und so, da passt das dazu jetzt auf jeden Fall besser. So, wo befindet sich jetzt das letzte Geheimnis hier auf dem Stein?
Hier komme ich sicherlich nicht durch. Okay, da kann ich auf jeden Fall noch hin. Da ist was zum Erkunden. Dann wird das vielleicht irgendwo da sein. Da ist nichts drin. Klettern, okay. Es geht nach oben. Hoch hinaus. Ach, guck mal, da ist auch wieder so ein Gesicht dran. Geil. Okay. Hä? Was hat mir das denn jetzt hier gebracht, nach oben zu gehen? Übersehe ich hier was? Ach, hier die Wurzel. Uiuiui. Wenn das nicht zum... Ah, das ist der letzte Stim, hä? Ja, haha. Geil. Gelbe Kiste. Nummer 10. Jetzt richtig. Trophäe kriegen. Juhu. Oh, alle Stim-Slots sind voll? Sehr gut. Alle Stims... Ja, jetzt sagt er es auch. Jetzt hält mich keiner mehr auf. Alle Stims sind voll. Beim letzten Mal habe ich nämlich falsch gelesen. Da stand nämlich nicht maximal erreicht, sondern erhöht. Ja, da ist der Sanitätsdroide. Maximale Anzahl an Stim-Behältern erhöht. Da steht immer erhöht nur dran. Nicht erreicht, maximale Anzahl. Aber die Trophäe ist da. Das war der letzte. 10! 10 Stück habe ich jetzt. Hier über dem Tempel war das Ganze. Jetzt bin ich hier fertig auf Datumir. 92% erkundet. Wahrscheinlich, weil ich ja noch in den Tempel hier rein muss. Hier, das gehört ja auch noch mit dazu, einfach mal den Bereich zu finden. Und deswegen bin ich da sicherlich noch nicht durch, weil ich auch noch die Tür öffnen muss. Ansonsten sieht man hier, Datumir ist echt übersichtlich, ne? Das ist alles. Aber Kisten und Geheimnisse habe ich alle. Dann kann ich jetzt unten mich auch dem Jedi-Meister da stellen. Und habe 10 Heilungen. Kann hier nochmal fett einen abspeichern. Ich freue mich. Hat sich gelohnt. Okay, Leute. Habe ich 2 Skillpunkte eigentlich? Nee, noch nicht. Deswegen kann ich nicht skillen. Ich speichere jetzt hier und dann geht es in der nächsten Folge hier frisch weiter. Durch die Tür. Jo, und Datumir ist fertig. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen heute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.